Hallo meine lieben Angelfreunde, willkommen zu einem neuen kleinen Guide-Video von mir zu Fische Online. Ich befinde mich immer noch in der Schweiz und wie ihr es im Hintergrund seht, es geht um diesen kleinen Freund hier, um den Alpensaibling. Wir haben zwei Möglichkeiten, den zu fangen. Ich sage es gleich, mir gefällt die zweite Möglichkeit besser. Wenn ihr meine Videos schon ein bisschen öfters gesehen habt oder länger kennt, dann wisst ihr, dass ich von Matchrouten nicht so viel halte. Man muss sie teilweise nutzen, aber man kann sie auch umgehen. Es kostet zwar ein bisschen mehr Zeit, aber für mich ist das angenehmer, wie wenn man dann halt eben doch mal kurz aufs Klo geht und pinkeln geht und kommt dann nach einer Minute wieder oder so und dann sind die Fische meistens weg bei der Matchroute, bei der Grundroute nicht so sehr. So, gucken wir mal, wo wir stehen, was für ein Setup wir nutzen und wie wir das Ganze umsetzen. Hier geht wieder ein Gruß raus an meinen Freund Servobi. Danke dir für den Tipp für den Spot. Also wir starten hier, dann laufen wir hier. Also entweder lauft ihr hier hoch, ich würde euch aber empfehlen, schnappt euch das Boot, fahrt hier lang. Wenn ihr ein Zelt habt, setzt es hier hin, könnt ihr immer hin und her springen. So, dann gucken wir doch mal. Ich habe da nämlich ein Futter zusammengemischt, was eigentlich ganz gut funktioniert. Ebenso auch der Köder, den man auch bei den Rekorden entnehmen kann. Ich habe auch alternativen Köder mal drauf, aber ja. Ich habe auch gerade gemerkt, dass mein alternativer Köder eigentlich falsch ist. Ich war der Meinung, das wäre der richtige. Was haben wir hier? Das ist aber nicht das, was wir suchen. Ja, das ist ein Seesaibling. Wohlgemerkt kann hier auch ein Beifang sein, zum Beispiel auch die Bachforelle. Deswegen werdet ihr von mir auch nicht zu jedem Fisch ein dementsprechendes Guide-Video sehen, sondern so wie auch bei anderen Videos, wo dann zum Beispiel ein amerikanischer Bachsaibling oder ein Seesaibling oder was auch immer mit draufbeißen kann. Werde ich dafür nicht gezielt Videos machen, weil es gibt eben Fische, die man oftmals als Beifang dabei hat, so wie eben der Seesaibling oder der amerikanische Saibling und ja. Also, was für Setup nutzen wir? Ich habe sicherheitshalber die Kitana Deepstream 18 Kilo. Man könnte aber theoretisch auch auf die Kitana Deepstream 12 Kilo gehen. Mit den Usens rollen wahrscheinlich am besten. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, da eben 12 Kilo, 10 Kilo Bremskraft und ich glaube 8 Kilo Zugkraft oder umgekehrt. Ja, ich habe mich auch für die entschieden, falls eben doch mal was Größeres anbeißt und dann sieht das folgendermaßen aus, wie ihr es hier seht. Ein 1er Haken, roter Kaviar als Köder, das ist wichtig und Universalfutter einfach nur mit rotem Kaviar, zeige ich euch aber auch gleich noch. Haben wir hier das gleiche nochmal und hier nochmal das gleiche, nur mit einem Grashüpfer als Köder. So, wie sieht das Futter aus? Ich zeige das deswegen, dass es jeder sieht und jeder weiß, wie es funktioniert. Mit Rechtsklick drauf, dann ja, und einfach nur hier Universalfutter ist es hier und dann verwenden. Dann kommt man auf dieses Teil hier, dann hier rüber. So, und dann hier roten Kaviar auswählen und dann rein damit und dann haben wir auch schon unser Futter. Joa. Das Ganze funktioniert eigentlich recht gut. Lasst euch aber gesagt sein, der Fisch ist hier auch nicht so sehr vertreten, wenn wir hier gucken. Also nicht so oft. Und ja, also trotzdem ist er fangbar. Und ich habe ihn ja auch hier gefangen und auch mit dem Setup eben. Und wo haben wir ihn denn? Ja, insgesamt viermal. Ja. Ja, meine Freunde. Wie gesagt, Bissfrequenz ist hier nicht so hoch. Beifang kann auch mal eine Bachforelle sein oder andere Forellenarten, eben wegen dem roten Kaviar, was wir als Köder nutzen. Und ja, in diesem Sinne war es das auch schon wieder von mir mit meinem kleinen Guide-Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Einschalten und sage danke und bis zum nächsten Mal. See ya!